Hello, thank you. Hello, I am here with some friends in the game convention. How is your name? Miriam. Miriam. Do you know how the cards are shuffled? There are a lot of kind of shuffle. This is the casino shuffle, the shuffle of casinos. Can you, Miriam, do like this and but don't square the Don't square? No, just press. Yeah, but one in the other, like this. Something like this. Okay? Okay. Now she shuffle and the camera looks and people in home look that you have really shuffled. You don't have my friend and do no. Really shuffled. Can you, Miriam, square? Yeah, shuffle, really shuffle. The deck is really shuffling. I will try to do another different shuffle. Is the name is Faro, because you it's so difficult because you must interlace the cards one by one. You can see, it's so difficult and the deck is a little old. I can do it. Well, okay, but it's another kind of shuffle. Can you shuffle a little like this in a dice style? Yeah. Can you shuffle again? Shuffle, please. Okay, this is another shuffle. We have the casino shuffle, the faro shuffle, this shuffle. Okay, thanks. And Miriam, take a packet and cut here. Okay, and turn over this packet. Turn over and now shuffle face down cards with face up cards. I don't know if the camera look. Okay, shuffle face down and face up. Okay, and square. Yeah. Now cut a packet, turn over and shuffle. It's a crazy shuffle. Yeah? A lot. Yeah, well, okay, great. And now turn over the packet you choose. And shuffle. All the deck is shuffled several times, a lot of times. Some cards face up, some cards face down. Okay. Can you shuffle good, Miriam? Okay. Now I must say to you, okay, it's good. Okay. I have some predictions in business card. This is Buddy Aragon. This is mine, my name and my belt. But here I has wrote predictions. About the face-up cards, you must choose if you want leave the deck like this or turnover of the deck, because the prediction is about the face-up card. If you turnover, the face-up becomes to face down, and the face down. Do you want turnover or yes. It's good? Turnover the deck. Now it's good, or do you want turnover again? No, it's fine. Fine. Yeah. Okay. First prediction. After a lot of shuffle, she does. There are 21 cards face up. Can you take the card face up, put here and count? No, okay. take all the cards. Take all the cards. And look for cards face up and put. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 cards face up. Okay, that's the first prediction. Now we have the cards face up. This is the second prediction, card face up. 9 cards are red. Can you separate the red cards and count? Red, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cards are red. Yeah, second prediction. Okay, third prediction. Now in the game convention, directly, 5 cards are hearts. Can you separate the hearts and count? 1, 2, 3, 4, 5, and no more, 5 cards are hearts. And the last prediction is
All hearts are numbers, no figures. Can you see? All cards are but let me see. Except the King of Hearts. Yeah, except the King of Hearts. Yeah. Ah. How you do this? I don't understand. Magic. Magic. Okay. Thank you. This is for you. You can. Thank you a lot. Thank you very much. I have. Yeah, yeah. The Abbey. By the Abbey. Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge unseres GC Video Specials. Diesmal steht alles im Zeichen von Perry Rhodan, der erfolgreichsten Science-Fiction-Serie der Welt. Axel Ruskel vom Entwickler Brain Game und Klaus N. Frick vom Pabel Mivig Verlag erklären uns, warum das moderne Adventure sowohl für eingefleischte Rhodan-Fans als auch für Neulinge eine sinnvolle Investition darstellen soll. Außerdem Eindrücke aus Russland. Wir spielen für euch die Titel des Publishers Akella an. Gute Unterhaltung. Es gibt einen alten Mythos, in dem wird erzählt, als das große Wasser über die Ufer trat und der Himmel zu brennen begann, stieg der Mond auf die Erde herab und mit ihm die Wesen des Wassers. Erfüllt von dem Wissen der Jahrtausende, brachten sie den Menschen Technologien, die sie in ein neues Zeitalter führen sollten. Doch dann verschwanden die Wesen des Wassers wieder. Perry Rhodan ist eine Science-Fiction-Serie, die es seit 1961 gibt. Made in Germany, also seit 1961 werden diese Romane von einem deutschsprachigen Autorenteam produziert und derzeit von mir als Chefredakteur verantwortlich auch vertrieben. Also nicht ich vertreibe es persönlich, sondern unser Verlag vertreibt es und ich bin gewissermaßen für den Inhalt der Perry Rhodan Story verantwortlich, die sich eben nicht nur in Heftromanen, sondern eben auch in Hörspielen, in Taschenbüchern, in Hardcovern, in Comics, in Brettspielen und jetzt eben auch in einem Computerspiel manifestiert. Also wir bemühen uns bei der Produktion des Spiels eben die beiden Zielgruppen gerecht zu werden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Perry Rhodan Fans, die natürlich inhaltlich extrem vorbelastet sind und wir haben auf der anderen Seite die typischen Adventure-Spieler oder Science-Fiction-Fans, die mit Perry Rhodan vielleicht noch nie was zu tun hatten. In deinem Alter zum Beispiel, du hast wahrscheinlich noch kein Perry Rhodan-Heft gelesen, dafür bist du vielleicht zu jung, obwohl es ja heutzutage auch viel gelesen wird. Aber auch für dich oder andere, die ihn eben nicht kennen, für die muss das Spiel passen und deswegen gehen wir einen Weg, der für beide Zielgruppen gerecht wird. Du musst keine Kenntnisse haben über Perry Rhodan, um das Spiel zu spielen. Wenn du Vorkenntnisse hast, wirst du an verschiedenen Stellen amüsiert, weil du als Community-Fan viele kleine Gelegenheiten hast, festzustellen, dass sich die Entwickler sehr wohl mit der Materie auseinandergesetzt haben. Aber es ist eben, wie gesagt, nicht notwendig. Auch der normale Spieler, der Perry Rhodan nicht kennt, wird seinen vollen Spaß haben und wird nichts vermissen oder wird sich nicht schlecht behandelt fühlen, weil er Perry Rhodan eben nicht kennt. Das heißt, das ist eine ganz eigene Geschichte, die hier erzählt wird von Perry Rhodan oder basiert das auf nach einer vorhandenen Geschichte? Es ist eine eigene Geschichte, die das Spiel erzählt, aber sie basiert auf der bereits existierenden Serie, benutzt also alle Technologien und alle Hintergründe der Serie so eben, dass es auch jeder Außenstehende sofort verstehen kann. Wir werden Teile des Spieles hinterher beziehungsweise auch parallel in die Perry Rhodan-Serie einarbeiten, sodass der Perry Rhodan-Fan, der dieses Spiel spielt, Teile davon in der Serie wiederfinden wird und andersrum. Es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, aber die Besonderheit dabei ist, dass wir für dieses Point-and-Click-Adventure eine Real 3D-Engine benutzen. Das heißt, wir haben eine Echtzeit-3D-Engine, die im Prinzip gar nicht voll ausgenutzt wird, um ein Point-and-Click-Adventure zu produzieren. Aber es gibt uns die Möglichkeit, mit technischen Features wie Parallax-Technologie, Echtzeit-3D-Charakteren, mit Normal-Mapping, mit Self-Shadowing, das heißt mit Beleuchtungseffekten, die im herkömmlichen Adventure-Spielen eben nicht verwendet werden. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie eine bewegbare Kamera ist oder eine Over-Shoulder-Perspektive, sondern das haben wir nicht. Aber obwohl wir 2,5D sagt man häufig auch dazu. Wir haben in vielen Szenen gibt es mehrere Kameras, eben nicht nur eine, je nachdem, wenn das Geschehen weiter nach links rückt, dann switcht auch mal die Kamera rum. Und
ja, wie gesagt, das, was das Spiel ausmacht an Optik, ist, dass sehr viele 3D-Elemente im Bild sich bewegen. Das heißt, wir haben kein Standbild mit hier und da einer kleinen Pixel-Animation, sondern hier bewegen sich wirklich 3D-Elemente, die von der hohen Renderqualität und von eben mit Normal Maps belegt sind, wodurch ein filmischer Eindruck entsteht. Aber wir arbeiten sehr viel mit Matte Paintings. Matte Painting heißt, das ist ein Hintergrundgemälde quasi. Das sieht man auch in den großen Hollywood-Filmproduktionen. Da fragt man sich, ja mein Gott, wo haben die denn das gedreht? In Wirklichkeit wird da eine Zeichnung dahinter gemappt quasi, die Tiefe und die Landschaft eben widerspiegelt. Aber es ist keine gerenderte Landschaft von 10 Kilometer Tiefe, das wäre ja Wahnsinn, das ist eben ein Bild, aber das ist so hochwertig und schön gezeichnet, dass es echt aussieht. Und da haben wir 2, 3 sehr gute Matte Painter, die uns da unterstützen. Wenn man auf dem dunklen Planeten Gom-Galatus zum Beispiel, wenn man da in diese Tiefen hineingeht, da sind sehr viele Hintergründe gezeichnet. Man merkt es nicht, es ist sehr perfekt übereinander gelagert, es wird mit verschiedenen Layern gearbeitet, was dann auch diese Parallax-Technologie eben widerspiegelt. Die Grafiken sind teilweise auch bis zu 2000 oder 2500 Pixel breit, das heißt, wir haben ja auch gescrollte Bilder, und die dann auch wieder mit den verschiedenen Parallax-Ebenen gescrollt werden, das heißt, die Bilder sind wesentlich größer. Es sind ja auch in den seltensten Fällen Single-Screens, also Screens, die nur den klassischen View eben zeigen. Ja. Meistens wird das Bild geschoben. Die 3D-Engine gestattet uns ganz andere Möglichkeiten, den Spieler in das Spiel einzubeziehen, reinzuziehen. Wir haben künstliche Intelligenzen von Charakteren, die du an bestimmten Stellen treffen kannst oder im nächsten Moment auch wieder nicht. Du kannst Dialoge an vielen, eigentlich an allen möglichen Situationen kannst du Dialoge führen. Du bist nicht darauf angewiesen, den Pförtner immer in seinem Pförtnerhaus zu finden, sondern du findest ihn vielleicht auch gerade draußen irgendwo, weil er sich überlegt hat, er geht jetzt mal raus. Du kannst also mit allen Objekten, mit allen 3D-Objekten, mit allen Charakteren überall interagieren. Das ist das Besondere, aber das geht halt auch nur mit dieser Technologie. Das heißt, die Charaktere haben alle eine eigene Erlebniswelt für sich und gehen bestimmten Tätigkeiten nach? Überwiegend ist es so. Wir wollen aber, wir passen auf, dass wir den Spieler nicht alleine lassen bei bestimmten Informationen, die er von irgendwelchen Charakteren braucht. Dieser Charakter wird sich in bestimmten Szenen immer wieder, wird in diesen Szenen immer wieder zu finden sein. Es wird also nicht sein, dass bestimmte wichtige spielrelevante Informationen verloren gehen, weil der Charakter sich jetzt überlegt hat, einen anderen Raum zu betreten, als der Spieler ihn gerade verfolgt. Ja. Würdest du sagen, Spiel eher linear oder eher nonlinear? Also wie groß ist die Freiheit des Spielers? Die Freiheit des Spielers ist sehr groß, darauf haben wir auch großen Wert gelegt. Wir gehen nicht von Raum zu Raum, sondern wir gehen eher von Level zu Level mit dem Spielgeschehen. Das heißt, wir müssen nicht den Raum 1 erfolgreich beenden, um in den nächsten Raum zu kommen, sondern wir sind da sehr vielschichtig unterwegs. Das heißt, das Spiel ist auf gewisse Weise linear, denn es führt zu einem klar vorgegebenen Ende. Aber der Weg dorthin ist extrem vielschichtig. Er führt möglicherweise bei dem einen Spieler über ganz andere Wege als bei dem anderen. Also es gibt viele Dinge, die nicht erledigt werden müssen, die erledigt werden können. Dialoge müssen nicht immer geführt werden. Sie sind bereichernd, sie sind humorvoll oder spannungserzeugend. Der Weg ist vorgegeben, aber es gibt unterschiedliche Verästelungen, die zum gleichen Ergebnis dann führen. Wir haben auch schon ein paar bei der Präsentation so ein bisschen was von der Musik gehört, die sehr filmisch klingt. Kannst du da ganz kurz ein bisschen was zu sagen? Ja, könnt ihr auch schon sagen, wer die Musik gemacht hat? Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich das sagen darf. Es ist oder werden wir das bald erfahren? Das werdet ihr sicherlich erfahren. Wir überlegen auch, einen Soundtrack mit beizulegen. Wir haben noch ein paar rechtliche Issues zu klären. Auf jeden Fall ist es ein Komponist, der auch für Filme Musik macht und der mit Orchester aufnimmt. Also wir haben keine MIDI-Musik oder irgendwelche Synthesizer-Gedudel, sondern in allen unseren Produktionen legen wir eigentlich Wert auf orchestrales, tolles, filmisches Ereignis. Und das haben wir hier perfekt getroffen. Also die Klangqualitäten und die Emotionen, die allein durch die Audios erzeugt werden, sind phänomenal. Audio ist sowieso ein ganz wichtiger Teil in den ganzen Produktionen. Auch Geräusche und die Ambience, all das, was dazugehört, um so ein Erlebnis auch zu einem Klangerlebnis zu machen. Darauf legen wir viel Wert, wegen der optischen Qualität natürlich. Bis heute. Thank you.
Kein Zweifel. Der russische Publisher Akella hat so viele Adventures in seinem Portfolio wie kaum ein anderes Unternehmen außerhalb Deutschlands. Pressesprecherin Valeria Avacheva spielte für uns drei dieser Titel an. In A Stroke of Fate muss der Spieler ein Attentat auf Hitler verüben. Das Adventure setzt dabei auf viel Realismus mit historischen Persönlichkeiten und authentischen Dokumenten. Ein deutsches Release erscheint zumindest ohne notwendige Zensur unwahrscheinlich. Am heißesten erwartet wird ohne Zweifel das Grusel-Adventure Dead Mountaineers Hotel. Stimmungsvolle Grafiken im Stil von Shining und eine Mystery-Story der beiden russischen Autoren Arkady und Boris Trugatsky versprechen eine solide Basis. Ob das Spiel nun, wie auf der GC angekündigt, bereits im ersten Quartal 2008 in Deutschland erscheinen wird, bezweifeln wir noch etwas, denn bisher haben noch nicht allzu viele Akella-Spiele den Sprung in den Westen geschafft. Das gleiche gilt nämlich auch für das witzige Western-Adventure The Bad, The Ugly and The Sober, dessen internationales Release bereits für 2007 angekündigt war. Schade wäre es, denn auch die weiteren Titel der Russen waren durchaus vielversprechend. Es heißt hier also Daumen drücken. Alles Weitere dazu findet ihr in einem eigenen Akella-Artikel in unserem GC 2007-Feature. Für unsere siebte und letzte Videofolge sind wir euch noch ein paar Sachen schuldig geblieben. Was wird aus unserem Tim Schafer-Interview? Und was haben uns Sam & Max zu berichten? Außerdem das ungewöhnliche Adventure A New Beginning. Wir sprachen mit Jan Müller-Michaelis über seinen Öko-Thriller im klassischen 2D-Comic-Look. All das gibt es wo? Ihr habt es erraten. Hier auf adventuretreff.de.